Es geht um alles. Hinspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Spielvereinigung Haidhausen trifft auf den TSV Waging am See. Beide Zweite geworden in ihren Kreisligen, sich dann in den Zwischenrunden durchgesetzt. Und heute geht es auf dem Trainingsgelände der Münchner Löwen an der Grünwalder Straße darum, ob der Saison noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt werden kann. Die Waginger mit einer Handvoll toller Sympathisanten dabei, aber ohne Trainer Ali Geser, er schon im Türkei-Urlaub. Veit Gröbner vertritt ihn. Aber die Gäste mit dem besseren Start. Freistoß und der Kopfball von Sebastian Schilling wird noch von Michael Hamberger mit der Schulter abgeblockt. In der ersten Hälfte passiert nicht viel. Dann mal die Haidhausener hier mit einem Schuss von Balci. Doch Torwart Manfred Sommerauer ohne Probleme. Beide Mannschaften ja noch berufstätig, quasi also ein Feierabendspiel. Die Konzentration kann da auch schon mal nachlassen. Wie hier bei Christian Tanner, was ist denn das für ein katastrophaler Rückpass? Und Stefan De Prato mit dem 1:0 nach einer halben Stunde. Unfassbarer Rückpass. Und Torhüter Manfred Sommerauer hier auch noch getunnelt mit der Höchststrafe. Nur noch zum Haare raufen. Vor der Pause gibt es aber noch einen kleinen Versuch, sich zu wehren. Doch der Volley von Michael Auer, den hat Torwart Maximilian Brunner ganz sicher. Veit Gröbner hat seine Mannschaft eigentlich sehr gut eingestellt, kann aber natürlich nicht mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die zweite Hälfte beginnt, wie die erste aufgehört hat, mit relativ ruhigem Fußball. Spielertrainer Sebastian Bracher mit bedächtigem Spielaufbau. Der Ball, er wird sich hin und her geschoben. Und dann ahnt man es vielleicht, einfach mal ein Schlag nach vorne von Harun Balci. Und da ist wieder Stefan De Prato! 2:0! De Prato, ja, Bruder von Florian De Prato, dem Top-Torschützen. Er, der Jüngere, hat aber schon in Garching in der Regionalliga gespielt. Hier sieht man nochmal, dass die Abwehr der Waginger nicht besonders auf der Höhe war, sich verschätzt hat. Und De Prato, ja, das ist schon Tor Nummer 20 im 17. Spiel. Dann mal die Seerosen, wie sie ja genannt werden. Und Bernhard Mühlbacher, doch drüber. Er bislang mit 9 Treffern in der Saison. Kann er besser. Und dann ist wieder De Prato da. Er nennt sich auch gerne der Verrückte. Doch der Nachschuss von Kapitän Toni Rauch, der ist richtig schwer. Und Sommerauer zeigt mal, welche Fähigkeiten er hat. Und dann wieder Bracher. Bracher mit tollem Pass auf Walter Amaral. Pfosten. Glück für die Gäste. Da hätte es gut und gerne schon 3:0 stehen können. Macht er prima. Trifft aber nicht richtig. Ja, ein Auswärtstor, das wäre so wichtig für die Waginger. Dann hört man es auch schon mal von außen. Langer Ball, Niklas Meyer schlägt ihn einfach mal rein. Doch wieder Bernhard Mühlbacher, nicht genau genug. Kurz vor Schluss, Nachspielzeit. Azquaviti, was ist denn das? Das bittere 3:0. Für die Waginger. Einfach mal den Freistoß in die Mitte, der ist gut. Der eingewechselte Urlbauer behindert noch den Sommerauer. Doch er macht keine gute Figur. Und mit dem 3:0 hat die Spielvereinigung Haidhausen eine tolle Ausgangssituation für das Rückspiel am Samstag. Auch wenn dieses Ergebnis sehr schmeichelhaft ist. Das 3:0, sage ich, geht ein bisschen in der Höhe, ist ein bisschen zu hoch. Weil Waging, muss ich sagen, die erste Halbzeit komplett dominiert hat. Wir haben in gewissen Situationen eigentlich ein gutes Mittelfeldpressing gespielt. Wir haben auch viele Bälle erobert, aber wir haben
nicht zu zwingenden Torschancen gekommen. Und ich glaube, in der Höhe ist trotzdem nicht verdient, weil wir uns zwei Tore wirklich, muss man leider sagen, fast selber einschenken. Es gilt für Waging dann am Samstag nicht nur diese beiden Tore aufzuholen, sondern alle drei. Die Seerosen brauchen ein kleines Wunder im Rückspiel. Aber mit diesen Fans im Rücken kann ja noch alles gelingen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.